Schönen guten Tag, meine Damen. Sie klingeln hier bei den Leuten, da wollte ich mal fragen, um was es da geht. Ja, es geht nur um eine gute Botschaft aus der Bibel. Ah, Sie wollen eine gute Botschaft aus der Bibel bringen. Ja. Das ist aber schön. Na? Da berichten wir gern mal drüber, dass Sie eine Botschaft aus der Bibel... Was wollen Sie für eine Botschaft bringen, meine Damen? Heutzutage ganz aktuell Krankheiten. Ja. Infektionskrankheiten. Aha. Wie man sich davor schützen kann und soll es. Selbst zu diesem Thema sagt die Bibel was. Ja, wir sind hier vom Sachsen-Fernsehen-Info, www.sachsen-fernsehen.info. Und wir berichten gerne über gute Taten, die Sie hier vollbringen. Ja. Und dann müssen Darf man Ihnen da auch mal so eine Zeitschrift anbieten? Zeigen Sie mal, was Sie für eine Zeitschrift haben. Sie missionieren hier also. Von wo kommen Sie? Von welcher Kirche? Von den Zeugen Jehovas sind Sie. Ja. Ah, es gibt so verschiedene Themen. Ja, das gucken wir mal. Anders. Ja. Sich im Alltag schützen. Ne? Da dürfte ich das Prospekt gar nicht annehmen, weil kann ich mich ja schon infizieren praktisch, ne? Da müsste ich ja mal Abstand, halten, wenn Sie so warnen, meine Damen, Oder ich gucke trotzdem mal rein, da wird ja nur keine Infektion jetzt dran sein. Aber man hört ja viel durch da dürfen Sie unter die Straßen gehen. Dürfen wir nicht in Arztpraxen die Zeitung angucken, ne? Ja, gar nicht. Und was haben wir denn? Aber darf man denn als Zeuge Jehovas sich impfen lassen? Natürlich. Das darf man, ja? Natürlich. Ah, das geht. Privatsache. Ja, ja. Ob Sie sich impfen lassen oder nicht, das ist auch Ihre Sache. Ja. Das ist privat. Das kann man alles machen, ja? Und was ist hier nicht privat? Nee, das ist alles, kann alles privat sein. Um die großen Krankheiten, die wir ja zum Glück nicht alle hier haben. Ja. Wie Ebola und wie wir Ebola? Ebola. Ach, Ebola, nicht Ebola, Ebola, ja. Ja, das ist ein Fabula, ein Vokula, ein Vakula oder Vokabula. Jetzt komme ich drauf. Na, sehen Sie ja. Also sind wir bei Ebola. Ja. Naja, das ist nicht bei uns. Aber das ist bloß das Bild, das ist jetzt nicht das Bakterium, ne? Himmels Willen, dass Sie hier vertreten nicht. Also was wollen Sie nur? Also Sie wollen gegen Infektionen vorgehen? Vorgehen nicht, wir wollen den Leuten nur aufklären, was man machen kann noch. Ja. Vernünftigerweise machen kann. Ja. Hier bei uns. Ne? Bei uns ist es vielleicht nicht ganz so schlimm gerade, aber in den afrikanischen Ländern. Ja. Ne? Mit dem Wasser, wo müsste sich alles versorgen. Sicher, dass durch den Alltag. Lebensmittel, wo man sich überall holen kann. Infektionen holen kann, ja. Aha. Ja, aber da gibt es doch auch Ärzte, die doch auch drüber berichten. Natürlich, Wir sind doch keine Ärzte. Ach, was sind Sie von Beruf gewesen? Gar nicht. Rentner. Ach, Sie sind jetzt Rentner. Was haben Sie mal von Beruf gemacht, meine Damen? Wie heißen Sie? Verkehrskaufmann. Wie heißen Sie? Ich heiße Gisela Nether. Die Gisela Nether, Verkehrskaufmann, das ist ja auch ein netter Beruf. Hat nichts mit Infektionen zu tun. Und wie heißen Sie? Mein Name ist Bärbel Günther. Der Bärbel Günther. Und was haben Sie vom Beruf gemacht? Ich war Drogistin. Ach, Drogistin. Na, da haben Sie doch was mit Bakterien ähnlich zu tun, wie eine Apothekerin, die hier Antibiotika verkauft. Ja, das ist schon noch ein Unterschied, Apothekerin. Ach so, die haben studiert. Die müssen ja auch alle Zusammenhänge mitkennen. Ja. Das müssen sie in der Drogerie nicht. Wir haben ja auch mehr Kosmetik verkauft oder sowas. Ja. Das ist... Gut, und was haben Sie für Vorteile? Also jetzt gegen Antibiotika oder Sie haben kein Antibiotika dabei. Sie haben jetzt Ratschläge, wie man... Ratschläge. Ja. Aha. Es gibt auch hier nochmal... Gucke ich nochmal rein hier. Sache, was die Miesmuschel... Ein Leben am seidenen Faden. Es gibt ja manche, die ein Leben am seidenen Faden führen. Ja. Und die Miesmuschel auch, ja? Ja, aber die das zerreißt nicht, der Faden. Das ist erforschte Sache. Ja. Man nimmt von überall mal Was haben Thema. Sie noch her? Wann Sie gucken? Respekt will gelernt sein. Schaue ich auch noch mal rein hier. Was kann man tun? Das Problem, was man wissen sollte. Aha. Und Sie hatten wohl schon den ganzen Koffer Prospekte mit dabei? Haben Sie schon alle verteilt oder was? Wir verteilen nicht nur, wer es haben möchte. Erwachet.
Ja, erwachet. Wenn man früh aufsteht, muss man erwachen, sozusagen, ja? Erwachet, oder wie ist das zu verstehen? Einen guten Morgengruß ist das sozusagen, ne? Erwachet, oder? Ne? Hier hinten sind ja Themen drauf, zum Beispiel. Ja, hier sind Themen. Aha. Die verschiedensten Themen. Die Zeitschriften, aha, sind immer top aktuell. Vielen Dank dafür, aha. Index für den Erwachet-Jahrgang. Ach, das ist der Name der Zeitung. Erwachet. Ist es, ja, genau. Sie rufen jetzt nicht auf, werden Sie wach? Nee, nee. Ich klingle bei Ihnen. Schon, doch, doch. Man ja. Kümmert sich überhaupt nicht, was geschieht in ja. der Welt oder so. Gerade mit Infektionen oder wie. Ja. Und da ist es schon gut, wenn man auch mal aufwacht und mal was anderes sich ja. anschaut. Man kann sich ja rausnehmen, was man für sich ganz persönlich möchte. Ja, das, ach so, das ist nicht schlecht, ja. Naja, gut. Erwachet. Ja, meine Damen, das ist ja sehr nett, dass wir alle heute gut erwachet sind. Ja. Und wie gesagt, wenn Sie Interesse haben, Marell Media Gruppe, www.sachsen-fernsehen.info. Da wird also über Ihre Missionarstätigkeit berichtet, dass Sie die Leute wecken zum Erwachen. Ja, nee, wie spät haben wir es jetzt? Schauen Sie auf die Uhr, meine Damen. So zeitig ist es noch nicht. Ne? Haben Sie eine Uhr dabei? Wie spät waren Sie? Gucken Sie mal. Viertel elf ist es, ja. Wenn es keine Schichtarbeiter sind, die hier wohnen, dann erwachen die auch nicht, wenn sie klingeln. Nein. Nee, das wollen wir auch nicht. Das ist ja, wie gesagt, bloß der Titel, Erwachet. Genau, das Sie kommen ja nicht wieder Nachtwächter, der dann abends ruft, Leute, lasst euch sagen, es hat 24 Uhr geschlagen. Und dann wachen sie alle wieder auf. Ne? So soll es auch nicht. Meine Damen, so soll es auch nicht. Ja, das war früher so. Kennen Sie auch noch aus Ihrer Jugend vielleicht? Nee, im Mittelalter war das doch so. Ja. Ganz ja. So und wo haben Sie Ihre Kirche? Wo kann man sie besuchen? So, steht mit dem. Hast du was mit? Haben Sie nicht in Schönefeld, in Königreichssaal? Oder ja. Hatte ich doch schon mal von Bekannten gehört? Ja, ich bin über manches immer gut informiert, über manches nicht. Ja. Machen Sie mal. Ist eigentlich was? Ja. Ach, hier. Schauen Sie, das ist so eine Einladung. Ja. Und wann finden da immer. Ja, das Gebets. Steht alles ach, hier drauf, steht hier alles drauf, ja. Wo es ist, ne? Ja, Versammlung Leipzig-Ost, das können wir gleich hier reinnehmen. Leipzig-Ost. Jawohl, da haben wir das alles hier. Da kann man sich also bei Ihnen mal blicken lassen. Kann man sich. Wenn man erwachet ist. Aber nur muss man, man muss erwachet sein, oder? Muss man nicht. Muss man, nee. Nee, denn wir wissen ja nicht, welche Interessen. Um die Zeitschrift, ja. Um die Bibel. Ach so, um die Bibel. Ach, das ist anders als die andere Bibel. Schauen ja? Sie hier, Einladung zum Bibelkurs. Einen Moment. Na? Einladung zum Bibelkurs. Ach so, man macht dort einen Kurs, dass man die Bibel kennenlernt praktisch. Ja, und dann kann man immer noch entscheiden, gehe ich wieder hin oder gehe ich nicht wieder hin. Ja, ja. Ja. Das ist aber nett. Das ist prima. Das wäre die Rückseite. Ja. Wenn Sie es annehmen dürfen, können Sie es auch gerne. Ja, nee. Wir haben es jetzt auf Video, da gut. Werden wir dann mal drüber berichten. Ne? Und vielleicht finden sich ein paar nette Zuschauer, die Sie mal besuchen, die erwachet man merkt, werden dass möchten. Wir oft nicht höchstens, dass man sie nicht kennt. Ja. Sie werden ja nicht sagen. Und Königreichssaal, wo ist das bitte? Nochmal, was steht hier drauf? Heiterblickstraße 32. Aha. Das ist das Gewerbegebiet Nordost. Heiterblickstraße 32, also Gewerbegebiet. Also nicht so verwechseln mit der Heiterblickallee, aha. Die hier ist. Ne? Ja, ja. Also nicht mit der Heiterblickallee, sondern Heiterblickstraße 32, 043 47, ja. Leipzig, Saal 3. Naja, das wäre wohl. Freitag, Moment, nicht so schnell, meine Damen. Wir müssen doch Freitag 19 Uhr und Sonntag 17 Uhr. Ja. Na, das ist ja ganz wunderbar. Und wie lange ist man da zum Gottesdienst? Also eine Stunde? Anderthalb, doch schon ein bisschen länger. Man braucht ein bisschen mehr Zeit, ja. Ja. So läuft der Bibelkurs ab, ja. Man lernt also die Bibel kennen. Na, das ist doch eine Sache, was sich lohnt. Ne? Gibt es auch Kaffee und Kuchen zur Adventszeit? Nee, oder muss man. Nee. Kommt nicht der Weihnachtsmann oder so? Kuchen selber mitbringen. Ja, muss man selber mitbringen. Weihnachtsmann gibt es nicht bei uns. Ach, bei Ihnen gibt es keinen Weihnachtsmann. Na, woher kommt denn der Weihnachtsmann? Ah, wo kommt denn der her? Ja. Der kommt aus dem Paunsdorf-Sender hier, oder was? Ich habe ihn jetzt im Paunsdorf-Sender gesehen, ja?
Nee? Naja, aber überhaupt diese, diese Riten und ja, diese Sachen. Weihnachten, woher kommt Weihnachten? Das ist auch eine interessante Frage. Ja, das ist eine interessante Frage, ja. Ich glaube ja nicht an Weihnachtsmann, ne? Ich bin schon ein bisschen älter, die kleinen Kinder glauben noch dran, ne? Ja, das ist auch noch eine Verdummung, wenn ich es nicht richtig nehme. Ja, 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 ja. Die Eltern machen das so, aber... Ne? Ja, ich würde sagen, heute ist Weihnachten oft eine Gelegenheit, um mal die ganze Verwandtschaft zusammenzukriegen. Ja. Was sonst im Jahr wahrscheinlich schwierig ist. Ja, ja. Ne? Das ist ja ein Familienfest, ne? Dass man also in Familie schön feiern kann und so weiter. Mit Jesus in den meisten Familien wird da nicht drüber gesprochen. Wird nicht drüber gesprochen. Naja, es kommt drauf an, ja. Ja, wer christlich ist, Aber Sie sind nicht christlich, Sie glauben nicht an Weihnachtsmann, oder was? Der Weihnachtsmann ist doch nicht mit christlich zu tun. Ach, das hat nicht mit Christentum zu tun, der Weihnachtsmann. Wieso denn das nicht? Na, würden Sie Ihren Geburtstag, wenn Sie im August haben, würden Sie den im Februar feiern? Nee, den würde ich nicht im Februar feiern. Wenn ich im August habe, würde ich im August feiern, ja. Sie. Und der Weihnachtsmann hat im August Geburtstag und kommt im Februar? Das nee. Ist bloß ein Beispiel, ja. Aber Jesus ist eher geboren. Der ist eher geboren. Und die Jesus. Und ist der. Und dann ist er gestorben und ist auferstanden nach der Christenlehre, ne? Na, nach der Bibel. Ja, weil das Grab dann leer war. Ja, genau. Also die haben praktisch nicht die Leiche geklaut und die Leute alle verarscht. Nee. Der ist wirklich wieder. Hat sich gesagt, jetzt stehe ich mal wieder auf und lauf weiter. Ne? Ne? Ja, kann man ja nicht, wenn ich tot bin. Ja. Kann ich nicht sagen, stehe auf. Ja. Aber tot ist tot, ja. Aber man kann ja gerade, wie ich sagte, die Leiche geklaut haben und hat den allen erzählt, jetzt ist er auferstanden. Hat man versucht. Aber wenn man dann dran denkt, diejenigen, die das Grab bewachen mussten, römische Soldaten, wenn die das nicht gemacht hätten, wären die umgebracht worden. Ach so. Das war ganz strenge. Die mussten da... Heutzutage ist es ja so, wenn jetzt jemand tot ist, der geht dann zur Organspende. Können Sie sich vorstellen, dass Sie damals den Christus zur Organspende gebracht haben irgendwie und dass Sie die Leiche geklappt haben? Gab es damals noch nicht, die Organspende noch nicht, ne? Nee. Und das können Sie auch nur machen, wenn der gerade gestorben ist, sonst können Sie es ja auch nicht machen. Ja, wenn er gerade, und da hing er ja am Kreuz und hat geblutet und da ist ja die Organspende gar nicht mehr möglich praktisch. Das ist eine bestimmte Zeitspanne, wo es möglich ist. Ja, medizinisch waren sie wahrscheinlich nicht so weit. Aber wahrscheinlich, um den Schmerz des Todes den Menschen zu überwinden, haben sie vielleicht die Leiche geklaut und haben gesagt, naja, der lebt noch in euren Herzen weiter, der ist auferstanden, haben allen das leere Grab gezeigt und die Leute waren nicht mehr so traurig. Und die Geschichte hat sich über Jahrhunderte so fortgeschritten. Kann denn das sein? Das könnte sein, aber Jesus ist seinen Jüngern erschienen. Ach so, wo? Im Fernsehen? Nee. Damals gab es noch kein Fernsehen. Wo ist er erschienen? Also, da kann ja jemand hinter Ihnen herkommen, ohne dass Sie merken, dass das ist. Ja. Ach so. Und es sind Zeugen gewesen, dass er wieder da war. Ach, er war wieder da. Und wenn wir jetzt mal die Zeugen Jehovas waren das, weil sie sagen, es waren Zeugen gewesen. Ach, die gab es da noch nicht. Die hießen zumindest Bibelforscher. Ja. Die waren Christen eigentlich. Ja, die ersten Christen. Die ersten Christen, ja. Ach, und die... Und ich will jetzt mal sagen, Sie mal. Die Geschichtsschreibung davon berichtet, dass Jesus auferstanden ist. Zum Beispiel 500 Zeugen haben ihn gesehen nach seinem Tod, wie er auferweckt war und noch unter den Menschen umhergehen konnte. Und das kann man nicht einfach wegwischen. Das kann man nicht wegwischen. Haben Sie die Namen von den Zeugen? Ja, die haben wir nicht. Ach, die haben Sie nicht, die Zeugen. Ach, in der Bibel stehen die Namen. Das ist ja alles in der Bibel aufgezeichnet. Wir es wissen. Durch die Bibel, haben Sie gerade gesagt. Ja. Wissen Sie es? Natürlich. Ja. Das ist in der Bibel praktisch. Die ganzen... Sie wissen auch nicht, was vor 2000 Jahren war. Nee, das weiß ich auch nicht. Nee. Manche wissen nicht mehr, was vorgestern war, ne? Wir wissen nicht mehr, was zu Napoleons Zeiten war. Ja. Wir kennen die Geschichte. Ja. Aber als Zeugen haben wir nicht mehr. Das war der, Napoleon war der Mann, der immer die rechte Hand in der Tasche so hatte, in seinem Revers hier drinnen. Und wissen Sie, dass da, wo, weil die Tasche, wenn Sie wissen wollen, ob Sie einen...
Mantel anhaben, der für Damen oder für Herren ist. Ne? Schauen Sie mal. Ja, rechts und links, das kennen Sie auch noch, meine Damen. Ich darf mal kurz auf Ihren Mantel. Sie haben einen Damenmantel an. Sie können Ihre rechte Hand nicht in die Tasche machen wie Napoleon. Das ist so ein alter Trick, ja, so eine Erinnerungs, also kann man auch sagen, Eselsbrücke. Aber ich will mal, ich habe jetzt den nur angeführt, weil das eine Geschichtsperson ist. Ja, ja. Aber wir kennen die Geschichte, wir kennen den Völkerschlag, aber keiner war mehr dabei. Keiner war da, zum Glück, naja. Man muss sich auf das verlassen, was früher niedergeschrieben ist. Hm, ja. Und so ist es mit der Bibel auch. Ne? Ja, ja. Dass wir uns auf das verlassen und die Bibel in sich kann man aus den verschiedenen 66 kleinen Büchlein, die in der Bibel vorhanden sind, kann man sich hier und da und dort Informationen holen, die man dann zusammenpackt und ein komplettes Bild davon erhält. Aha. Und deshalb auch dieser Bibelkurs, weil man wahrscheinlich, wenn man das dicke Buch sieht, erstmal schon zurückschreckt. Mhm. Ne? Und auch keinen Zusammenhang in dem Sinne finden. Wenn ich jetzt die Frage an die Bibel stelle, was ist die Seele? Dann kann ich in verschiedenen Bibelbüchern wieder eine andere Aussage finden, die ich dann zusammenpacke und sage, das ist die Seele. Das ist die Seele, aha. Ja? Und Sie sind praktisch also nicht die christliche, die katholische Kirche, nee. Sie sind eine ganz andere Glaubensrichtung, ne? Ja, ich hatte aber auf der Bibel, ja. Gesagt, die Bibel ist das Lehrbuch. Ja. Und wenn wir jetzt gerade mal, weil Sie katholisch und evangelisch anführen, warum dürfen Katholiken nicht heiraten? Priester. Während die Evangelischen heiraten dürfen. Beide stützen sich auf dasselbe Lehrbuch. Was würden Sie da nur sagen? Das ist doch was ganz Gegensätzliches. Ja, das ist ja wirklich was Gegensätzliches, ja. Weil die Maria, die Kirche, glaubt ja an die unbefleckte Empfängnis, ne? Ja. Also ich habe ja eine Mutter und Vater, also ich glaube nicht an die unbefleckte Empfängnis, ne? Nee, da gibt es ja Unterschiede. Da könnte man noch jetzt Stunden meiden drüber. Ja. Denn es gibt dann noch Zeichen, dass Jesus schon vorher im Himmel existierte. Aber das... Ja. Jetzt kommen wir ja von eins ins andere. Naja, man kommt von eins ins andere, wenn man sich mit der Bibel beschäftigt, selbstverständlich. Ja, deswegen nehme ich mir ja auch die Zeit. Ja. Da kommen wir von eins ins andere. Jetzt habe ich mal gehört, dass die Zeugen Jehovas, die dürfen keine Blutspende geben. Stimmt das? Wir geben keine Blut und wir nehmen auch kein Blut. Wegen der Infektion, was Sie mir gerade sagen wollen. Nein, das nicht. Ach, das hat damit nichts zu tun? Nein, man müsste dann, da sollen wir es nur noch vorlesen. Ja, erklären Sie mal, also wegen der Infektion ist es nicht, dass man kein Blut spenden darf. Ja. Und zwar, wie gesagt, wir richten uns ja nach der Bibel. Und zu Zeiten Noahs. Noah, ja. Der die Arche gebaut hat, ja. Genau. Heute werden die Schiffe in Schiffswerften gebaut, wenn man im Ozean, über dem Ozean segelt oder fährt. Ja, segeln tut man ja nicht mehr, segeln sind wir ja im Mittelalter, ne? Nee, das ist ja noch älter, Noah. Na, das ist noch komplizierter. Na, och, das ist Ihr Notizbuch. Ach nee, das ist die Bibel. Nee, das ist die Bibel. Das ist die Bibel. Ach, ja. Sehr interessant, sehr interessant. Sintflut. So, dann müssen wir mal gucken. Ja, dann schauen wir mal. Ja. Ich dachte mal schnell, aber so schnell bin ich nur irgendwie. Buch? Machen Sie langsam, das ist ja ein riesen Notizbuch. Ich kann schlecht zugreifen. Also, und das hat ja Jesus damals geschrieben, dieses Notiz. Nee, das hat er nicht geschrieben. Da war der noch gar nicht da. Ach, da war der noch nicht da? Oder nein, war, die Sintflut ist 2369 auf der Erde gewesen. Ja. Und wenn Sie es so aus dem Allgemeinen kennen, man hat manchmal gesagt, vor Jesus, nach Jesus. Ja. Das wäre also eins vor und eins nach. Aha. Ja. Jesus, also es ist eine lange Zeitspanne. Ja. Und wo kam die Arche Noah her? Aus Afrika oder? Nee. Hat Noah gebaut. Hat Noah gebaut, die Arche? Ja. Und wo kam denn die her? Ja, er hat sie selbst gebaut. Er hat Bäume gefällt. Ja. Und die Bibel zeigt auch ganz genau, in welchen Abmaßen diese Arche gebaut wurde. Hm. Und ja, und wie man sah, sie ist geschwommen. Wenn also praktisch jetzt hunderttausende Flüchtlinge aus
aus fernen Ländern hier über den Ozean reisen, ist das auch eine Arche in dem Sinne? Nee, das keine? Das nicht. Wieso das nicht? Aber es ist doch auch ein Schiff. Ja, was für Dinge. Warum gehen denn so viel unter? Ach so, das sind keine Arschen. Ach so, weil sie untergehen. Ach so. Ja. So, gucken wir nochmal hier. So, da heißt es hier, wer Menschenblut vergießt. Ja, ich gehe mal her. Ja, es geht so. Dessen eigenes Blut wird durch Menschen vergossen werden. Ja. Denn im Bilde Gottes ist der Mensch gemacht. Aha. Und wenn Gott die Menschen gemacht hat, ja, dann darf er auch entscheiden, was der Mensch tun sollte, ja, und was er nicht tun sollte. Ja. Und auf dieses Gesetz könnte man sagen, geht das zurück, dass Zeugen Jehovas weder Blut spenden, noch jemanden, ja. Selbst kein Blut nehmen. Ach so. Wir wollen auch niemanden veranlassen, etwas zu tun, ja, wo wir uns dann sagen müssen, das war aber nicht richtig. Ja, ja. Ja, das, aber dann könnte es ja auch eine Infektion praktisch sein. Doch. Ja, kann sein. Ja, es kann passieren, ne? Ja, es wird ja heute alles sterilisiert und alles, ja. Aber wenn jetzt jemand Blut verliert durch einen Überfall oder durch einen Unfall, ja, wie soll dieser Mensch überleben? Haben Sie da einen medizinischen Ratschlag? Nein, aber wenn ich die mal fragen darf, welche Blutsorten haben Sie in einem Unfallwagen? Wenn jetzt ein Unfall passiert, der Wagen kommt tatsächlich, wird gerufen, der Mensch wird eingeladen. Welche Blutgruppe hat er? Hat er überhaupt einen Nachweis jetzt, wo er nicht mehr ansprechbar ist, welche Blutgruppe er hat und welche Blutgruppen sind in diesem Wagen? In diesem Wagen sind keine Blutgruppen drin. Eben, genau. Eben. Ja. Und was denken Sie, wie dem Menschen geholfen wird? Im Wagen, im Unfallwagen sind nur oder ist Kochsalzlösung. Kochsalzlösung, ja. Überhaupt etwas. Und ja, das Wichtige bei Blutverlust ist ja, dass das Flüssigkeitshaushalt aufrecht erhalten wird. Aha. Und das macht die Kochsalzlösung. Das macht die Kochsalzlösung. Ja. Aber meine Damen, wenn Sie jetzt einen Unfall hatten, ja, und Kochsalzlösung, und es würden wie viel, 4 Liter Blut hat ein Mensch, ja, und ja, würde sehr viel Kochsalzlösung, dann, wir können ja nicht nur von Kochsalzlösung leben. Nee. Ne? Also braucht der Mensch doch mal ein bisschen Blut. Wenn du, sagen wir mal, das Blut sehr wenig ist, dann würde der Mensch ja, wenn er von anderen Menschen kein Blut kriegt, gar nicht überleben. Man staunt manchmal, ja, mit wie wenig Hämoglobin der Mensch überleben kann. Mhm. Zum Beispiel wurde berichtet, dass jemand nur 2,6, wie ist die Größe, wie man das sagt? Liter sagt man dazu. Nee. Oder ach, hier Milligramm pro Deziliter oder so. Ja, können Hämoglobin. Überleben. Und es doch, hat ja sich erwiesen, wenn Zeugen Jehovas im Krankenhaus sind und Operationen oder was haben, wo eigentlich Blutübertragung möglich ist, ja, dass sie schneller gesund werden wie diejenigen, die Blutübertragung kriegen. Ja. Und wenn Sie mal unter der Ärzteschaft fragen, da sind viele Ärzte drunter, die ja Kenntnisse haben in jeder Hinsicht, die sich kein Blut übertragen lassen. Gibt's auch, ja, ne? Ja. Gut. Ja. Und zunehmend. Da gibt es unterschiedliche medizinische Ansichten, ne? Ja. Aber ja, das ist ja. Man forscht ja immer wieder weiter. Ja. Also die Forschung ist ja weit fortgeschritten. Und man weiß auch, dass es bei manchen das Blut auch wieder abgestoßen wird. Also es kann auch sein. Das Blut wird abgestoßen, durch die Adern durch, oder? Wie, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber es ist, also Organe können ja abgestoßen werden, ja, ne? Wenn so es jetzt Fremdorgane. Wie ein Fremdorgan ist es, wird ja das auch. Wird dann auch. Ja, da gibt es ja unterschiedliche Blutgruppen. A, B, ja, 0. Und da gibt es ja kein Abstoßen. Aha, Busse kennt das ja. Die müssen schon ein bisschen übereinstimmen. Das ist wie wenn sie einen Kuchen backen und sie machen Essig dran. Na, da stößt sich auch manches ab und bei manchen stößt etwas auf. Ne? Ja, so ist das dann. Ja, deswegen gibt es ja aus medizinischer Sicht diese Regelung. Diese Blutgruppe passt mit der zusammen, die mit der. Sonst verklumpt das Blut und so weiter und so fort. Das ist schon klar, meine Damen. Und trotzdem, wenn man sieht, Blut rettet Leben, ne? Klärt oft irgendwo an der Säule. Ja. Und Sie haben wohl jetzt immer in Ihrer Tasche ein Beutelchen Kochsalzlösung dabei, oder? Nee. Haben Sie nicht.
Nee. Das sorgen Sie für alles vor. Ja. Naja, man muss ja heutzutage, ist ja schlimm teilweise, was so passiert. Manche haben ja dann zur Sicherheit irgendwas dabei, ne? Ja. Ist ja, aber das, da verlassen Sie sich auf den Rettungswagen praktisch. Ja. Dass der Rettungswagen ein Fläschchen Salz dabei hat und ein bisschen Wasser, ein bisschen Kochsalzlösung. Ne? Na, die haben auf alle Fälle. Die haben was dabei, aber eben kein Blut. Ne? Hm, ist schon klar. Ja, und nochmal die Arche. Wo kommen denn die her? Wo ist denn das Schiff hergekommen? Was hat denn da... Ja, ich hatte schon gesagt, Noah hat Bäume gefällt. Ja. In Arche. Ja. Da waren sie damals noch nicht so streng mit Bäume fällen. Heute gibt es da eine große Strafe, wenn man im Naturschutzgebiet Bäume fällt. Ne? Aber das war damals sicher noch nicht so streng. Ne? Wenn das war. Ne? Ja, das ist schon, ja, ist schon verjährt praktisch sozusagen. Naja. Ja, ja. Ja, aber wo sie jetzt direkt herkamen, aus welcher Stadt, aus welchem Land kam denn die Arche? Die Länder waren dann noch gar nicht verteilt, würde ich sagen. Ne? Hm. Ja. Ja, ach, das irgendwo auf der Welt oder kam es aus dem Himmel oder was? Nee. Wenn er so gebaut hat aus Bäumen, kann sie nicht aus dem Himmel. Ach so, im Himmel wachsen keine Bäume. Oder auf einem anderen Planeten jetzt. Ich kann ja auch von einem anderen Planeten gekommen sein. Er hat den Auftrag gekriegt von Gott, dass er die bauen soll und wie groß sie sein soll. Das ist alles Israel mehr oder weniger. Ne? Ja, was jetzt Israel war. Das war ja damals auch noch nicht. Nee, aber, ja, aber ihre, um zu lokalisieren in der... Sigris, in der Gegend ist die Menschheitsgeschichte entstanden. Das sind ihre Geografiekenntnisse doch gar nicht so schlecht. Da haben, sind sie jetzt doch drauf gekommen, wo der Arche herkommt. Von welchem Bahnhof oder von welchem Hafen? Ne? Bahnhof nie. Vom Hafen, ne? Ja. Vom Hafen der Christenheit. Israel ist ja, ne? Da, denn er hatte ja Tempelberg. Auch keine Ahnung mit Schiffbau. Ne? Ja. Und hat da noch gebaut und es wird noch heute behauptet, dass diese Arche geschwommen ist. Und obwohl der keine Ahnung hatte, ist die Arche geschwommen? War die so gut? Ja, er hat die Maße bekommen. Ja, die Maße. Auch eingerechnet, die Menschen, die reingehen, die Tiere, die reingehen, das Futter, was sie brauchen, musste ja alles mit sein. Ach, das war wie so eine Kosmonautenstation, wenn die im, sozusagen, dass da Futter mit rein, ja klar, auf dem Meer gibt es ja nichts zu essen. Die alten Seefahrer haben damals Sauerkraut mitgenommen auf Reisen. Warum, wissen Sie, warum das gewesen ist? Wegen Skorpion. Wegen Skorpion? Nee, Skorpion nicht. Skorbut, meine ich. Skorbut, Sie haben es jetzt nicht auf den Begriff gekommen. Fing aber auch mit S an vorne. Ja, Skorbut, also, diese Vitaminmangelkrankheit, Vitamin C. Ja, das ist ja wunderbar. Ja, meine Damen, was haben Sie noch Schönes zu sagen? Was wäre jetzt der Sinn? Muss man Mitgliedsbeitrag bezahlen in der? Nein. Muss man nicht? Gibt überhaupt nicht. Auch für die Zeitschriften keine. Kein Geld. Ich meine, wer gerne sagt oder wer sich auskennt, der sagt, ja, das entsteht nicht durch eine Explosion in der Druckerei, so eine Zeitschrift. Es kostet. Was ist denn schon mal in der Druckerei explodiert oder was? Aber wie so eine durch Explosion? Spenden. Wir leben durch Spenden. Durch Spenden? Das ist doch nur ein Beispiel gewesen. Ach so. Ich höre genau zu. Ich muss das ja erfassen. Ich bin da nicht so belehrt. Ein Wörterbuch entsteht nicht durch eine Explosion in der Druckerei. Es kostet immer. Das sagen Sie aber bloß heutzutage nicht das Wort Explosion, wo die Leute alle Angst haben, wenn ja überall was explodiert. Es steht auch in diesen Zeitschriften drin, dass es auf freiwilliger Basis, auf Spendenbasis funktioniert. Und wenn Sie sich Zeitschriften nehmen und keine Spende zahlen, deswegen kriegen Sie die trotzdem. Deswegen explodiere ich trotzdem nicht. Und Sie explodieren auch nicht. Das ist wunderbar. Gut, naja, die Zuschauer wissen ja jetzt, wo sie hinkommen können, wo diese Bibellehre stattfindet. Da liegen diese Zeitschriften aus und Sie können sich vom Thema her sagen, oder das wird schon lesen. Ja. Dann nehmen Sie sich weg und dann ist gut. Na da, das ist ja wunderbar. Da sind Sie ja sozusagen ein Informationszentrum für die Menschheit. Kann man das so sagen? Ja. Ne? Ja. Wer sich dafür interessiert. Wer sich dafür interessiert, ist klar. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Ja, meine Damen, es war ein sehr nettes, interessantes Gespräch. Ja. Und da wünsche ich Ihnen bei Ihrer Missionierung hier in Leipzig viel Erfolg. Glück, dass nirgendwo was explodiert in dem Sinne. Ja, der explodiert nicht, ja. Denken wir mal nicht. Und beste Gesundheit und dass dann, ich hoffe, dass Ihnen nichts passiert, aber dass dann die entsprechende Kochsalzlösung hilft ja jedem Menschen, ja, dass die dann zur Verfügung steht. Und wenn Sie dann doch mal Blut brauchen, wenn gar nichts mehr da ist, dann wünsche ich Ihnen trotzdem alles Gute.
Ja? Ja. Na, ich hoffe, dass Ihnen nichts passiert. Na? Weil es gibt ja immer, wenn man so verschiedene Sachen hört, gerade in vielen Bereichen, dass doch mal irgendwelche Überfälle sind oder Unfälle oder ja, die ganzen Rowdies, die das unterwegs sind, gerade die älteren Damen und älteren Herrenschaften. Ne? Aber man muss immer frohen Mutes weitergehen und viel Optimismus haben. Ne? Sie sind ja hier optimistisch mit Ihren Notizbüchern oder mit der Bibel. Ja, die Bibel haben Sie dabei, da haben Sie immer einen guten Spruch dabei. Ne, für die Zukunft. Ne. Da wünschen wir Ihnen alles Gute. Sachsen-Fernsehen.info verabschiedet sich jetzt, bedankt sich ganz, ganz herzlich für das freundliche Gespräch, meine Damen. Ja. Gott sei mit Ihnen, ziehen Sie Ihres Weges, alles Gute. Ja. Sie können noch mal schön in die Kamera winken. Ja, sagen Sie noch mal nett Tschüss oder nicht Tschüss. Also gehen Sie gut nach Hause. Ja. Machen Sie es gut, meine Damen. Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer, die Zeugen Jehovas, sie ziehen dahin. Sie missionieren die Welt und retten die Welt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, unser Programm wird von Straftatopfern gestaltet. Wir bitten freundlich um eine Überweisung auf das angegebene Konto.